Spessart ist ein kleines Dorf in der Eifel. Ein Dorf, das Vorbild sein kann für andere. 1952 hat eine Studie dem kleinen Ort den sicheren Tod prophezeit. Zu wenig Arbeitsplätze und eine ungünstige Lage würden Spessart von der Landkarte fegen, so die Wissenschaftler. Heute ist der Ort lebendiger denn je. Wie haben sie das gemacht? Hier gibt es innovative Geschäftsideen, sichere Arbeitsplätze und Menschen, die etwas tun. Für sich, für andere, für die Gemeinschaft. Bürgermeister Frank ist hier geboren und liebt seine Heimat. Seit 2009 ist er Ortsbürgermeister. Etwas Entschleunigung tut da ganz gut. Das Besondere ist, wenn man in so ein Auto einsteigt, es ist ja nur eine gewisse Schnelligkeit möglich. Man ist direkt entschleunigt, egal wie viel Stress man hat. Man weiß, es geht einfach nicht schneller. Und somit ist man auch nicht so aggressiv beim Autofahren. Frank betreut neben Spessart noch die Ortsteile Hannebach, Wollscheid und Heulingshof. Dafür arbeitet er ehrenamtlich nach Feierabend. Tagsüber ist er Bautechniker. Den habe ich vor 23 Jahren gekauft. Der stand irgendwo an einer Werkstatt, so ein bisschen einsam und verlassen. Und weil das halt eben damals schon ein Auto gewesen ist, was aus dem Straßenverkehr praktisch verschwunden war, habe ich mich so ein bisschen in den Audi verliebt und dann auch gekauft. Ein glücklicher Zufall fürs Dorf, die nahegelegene A61. Sie kam erst Mitte der 70er Jahre, auch wenn das hier nicht so aussieht. Diese einfache Technik, die finde ich halt eben faszinierend, dass man halt eben mit so wenig Technik halt eben auch überall ans Ziel kommt. Totgesagte leben eben länger. Besonders auffällig in Spessart ist der Gemeinschaftssinn. Der sorgt auch dafür, dass das Dorf in vielen Punkten zukunftsfähig ist. Und wenn einer mal lahmt, kommen garantiert andere mit Schwung. Es gibt 22 Gewerbetreibende. Hier leben aktuell 765 Menschen, darunter drei Vollerwerbslandwirte und ein berühmter Künstler. Und immer mehr Kinder kommen hier zur Welt. Der Dorfgasthof Boxhahn ist ein Mittelpunkt im Ort. Hier treffen sich die Spessarter und auch immer mehr Touristen. Nach Spessart zurückzukommen, war auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung. Das ist immer so, ich fahre wieder zurück nach Hause und das ist auch schön. Der Boxhahn hat sich entwickelt. Früher war der alte Hahn ein klassisches Wirtshaus. Heute ist er Dorfkneipe, Hotel und Ausflugsziel. Bis dahin war der Weg hart und viele haben ihm das Projekt Boxhahn 4.0 nicht zugetraut. Ja, es war nicht einfach, aber wir merkten dann immer mehr und mehr, dass es eben mehr wird, auch mit den Zimmern. Und wir waren doch sehr erstaunt, dass viele Gäste von außerhalb das auch bemerkt hatten und denken, hier komm, Urlaub in der Eifel, haben wir mal nach Spessart und dann machen wir mal ein paar Tage frei. Und das war einfach schön, ne? Und das war einfach... Momentchen. Noch eins. Ja. Seit neuestem hat der Familienbetrieb Verstärkung bekommen, nämlich aus den eigenen Reihen. Tochter Theresa arbeitet mit und bringt frischen Wind in die Bude. Sie hat in großen Häusern der Welt gelernt. Jetzt ist sie zurück zu den Eltern und will ihre eigenen Ideen durchsetzen. Es war nicht meine Art.
dieses Arbeiten. Ich bin ein Familienunternehmensmensch und da bin ich groß geworden und da möchte ich drin bleiben. Also ich würde nicht mehr den Weg in ein Kettenhotel oder in eine amerikanische Kette einschlagen. Das war mir eine Hausnummer zu hoch. Ich bin dann doch lieber der individuelle Mensch, der auch mit den Gästen individuell sprechen kann und da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl einsetzen kann. Dieses große Hilton, dieses Worldwide Hilton, das war mir zu kompakt, das war nicht meine Welt. Da habe ich mich zu klein gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Möchten Sie Übernachtung mit Frühstück buchen? Der Großteil der Gäste, der nach Spessart kommt, möchte sich vom städtischen Trubel erholen und genießt die Ruhe. Aber auch Motorsportfans checken hier ein, um auf den nahegelegenen Nürburgring zu gehen. Und sogar Geschäftsreisende haben den Boxhahn für sich entdeckt. Gäste fordern es sogar teilweise schon. Die fragen schon danach, wann übernehmen sie das denn? Dann sage ich dann auch, meine Eltern sind noch im guten Alter, dass die auch noch ein paar Jährchen arbeiten dürfen. Und ich bin so jung, dass ich noch in die weite Welt darf. Daher haben wir, sage ich jetzt mal, Mama, Papa und ich, uns da noch keine Grenzen gesetzt, wann das starten soll und ob das starten soll und inwiefern. Die Eigenwilligkeit der Spessarter zeigt sich auch an der Optik des Ortes. Jahrzehntelang hat man hier nicht so auf die äußere Erscheinung geachtet. Seit ein paar Jahren treiben sich die Bürger selber an und wollen ihr Dorf schöner machen. Mit einer Dorfberaterin haben sie die Idee von ausgeschilderten Wanderwegen entwickelt. Radfahrer, Wanderer und Reiter kommen, um die schöne Vulkaneifellandschaft zu erkunden. Ehrenamtlich bauen die Spessarter hierfür Himmelsliegen. Und vor allen Dingen, dass da ein bisschen Spaß dabei ist, dass die Jugendlichen so stark helfen. Wenn die Jüngeren da mit 11, 12 Jahren sind, haben heute volle Begeisterung, da arbeitet, hat wirklich Spaß gemacht. Muss natürlich immer wieder aufpassen, dass sie richtig Arbeit machen, nicht damit einen kleinen Unfall haben und sowas. Ja. In einer Bürgerversammlung haben die Spessarter demokratisch beschlossen, wir machen das selbst. Ja, irgendwo muss man da was machen, wo man sagen, die meisten sind froh, wenn sie ein bisschen Beschäftigung dabei haben und dann weg so dreckige Ecken da sind, aber ein bisschen auf Vordermann bringen. Ist ja für unseren Tourismus ist das gut, für die Dorfbevölkerung ist gut oder für jeden Fremden ist es gut, wenn das mal ein bisschen vernünftig gemacht wird, muss man so sagen. Man muss das nicht, aber wir machen das halt eben einfach. Ja. Und die einige sind auch sehr stark dabei, auch von der Dorfbevölkerung. Die kommen schon mal hier, komm, kriegst schon mal Geld für eine Kiste Bier. Oder ihr habt mal 50 Euro, ist auch schon vorgekommen, für ein paar Blumen oder so was. Ja. Das ist das. In Spessart werden die Kids in die dörfliche Arbeit eingebunden. Das verwurzelt die Nachkommen schon früh in der Dorfgemeinschaft. Eine Schule gibt es leider nicht mehr am Ort. Allerdings in Nachbargemeinden, die der Schulbus anfährt. Cool. Magst du draufsetzen? Ja. Komm, steig auf. Oh, sind die Sitze weich. Die sind echt weich. Muss mal die Hupe hören, die hört sich cool an. Aber das Motorrad ist lauter als die Hupe. Echt? Ja, man hört nicht mehr viel von der Hupe. Ach so. Dann sollen wir mal probieren. Ja. Aber dann musst du runtergehen. Ja. ÖPNV finde ich jetzt für Spessart gesehen, ist auch gut erschlossen. Die Linie, die fährt durch von Main bis nach Bad Neuenahr. Und eigentlich kommt man von da aus auch überall dann weiter mit der Bahn, wenn man noch weiter möchte. Es wird zwar immer geschrien, es müsste noch besser sein, aber wenn man sich dann, so ehrlich muss man auch sein, wenn man in die Busse reinschaut, außerhalb der Schulzeiten, ist natürlich auch oft eine gähnende Leere in den Bussen.
Ich sage immer so ein bisschen platt, eigentlich werden die Kinder schon mit einem Bobbycar geboren. Man lernt hier von klein auf an, dass man irgendwo mobil sein muss. Jeder hat ein Auto, wenn er 18 ist. Vorher macht er Mofa-Führerschein, Moped-Führerschein. Also irgendwo versucht jeder irgendwie so flexibel zu sein, indem er sich dann schon früh ein Fahrzeug anschafft. Spessart ist ein Sackgassendorf. Was für Erwachsene nach Langeweile klingen könnte, ist für Kinder und Jugendliche ein Traum. Kein Durchgangsverkehr. Hier können sie ungestört draußen spielen, Fahrrad und Mofa fahren. Manche drehen noch mehr am Rad, wie Leo, der Crazy Car Profi. Timberland, Khaled, Scott Storch, Birdman, got their man, everybody got Bugattis. Die Erwachsenen haben den Jugendlichen einen leerstehenden Raum geschenkt. Das fehlt ja oft auf dem Land, ein Jugendtreff. Die Jugendlichen durften selbst gestalten. Die Erwachsenen haben Möbel gespendet und renoviert. Selbstverständlich ehrenamtlich. Nebenan gibt es Kinderturnen für die Kleineren. In der Spessarter Mehrzweckhalle ist die ganze Woche über Programm. Von Mädchenfußball bis Aerobic. Alles dabei. Wie? Ist das etwa eine Werft? Auf einem Berg? In der Vulkaneifel? Schon ein Unikum, die Spessarter Schiffswerft. Wie ich alleine war, war ich im Prinzip immer nur mit einem Werkstattwagen unterwegs. Und dann kam der Entschluss zu einem Hallenbau. Und dann bin ich eben mit der Ortsgemeinde hier zum Kaufvertrag gekommen und sesshaft geworden hier. Ja. Warte mal eben ein Stück vor. Stahlbau Müller baut hauptsächlich Schiffe und Steganlagen. Er ist ein Big Player im Ort und der ganzen Region. Wir arbeiten zu 100% für die Schifffahrt. Wir bauen Autofähren, große Autofähren, Fahrgastschiffe, Steganlagen. Also zu 100% alles, was mit Wasser zu tun hat. Seine Facharbeiter hat er aus dem Dorf und der Region gewonnen. Wir hatten und haben noch viele Angestellte hier aus dem Ortsgemeinde Spessart, haben auch viele Subunternehmen oder Zuliefererunternehmen hier aus dem Ortsgemeinde. Mir ist das wichtig, dass das Geld auch ziemlich hier in der Region dann bleibt. Ja. Ich meine, so einen Motor kann ich nicht in Spessart kaufen. Den muss ich schon irgendwo kaufen, da wo es sie gibt. Ja. Aber sagen wir mal, ein Installateur oder ein Anstreicher, der ist anders nicht, anders wie hier aus dem Ort auch. Ja. Also manche Sachen muss ich woanders kaufen, ganz klar. Aber das, was man in der Region kaufen kann, das soll man auch hier kaufen. Eine Schiffswerft in einer Hügellandschaft. Das muss einem erst mal einfallen. Aber sie funktioniert. Denn es gibt so etwas wie ein Borket-Gen. Was so viel heißt wie bockig und stur. Dazu gibt's später noch eine Geschichte. Vom Standpunkt des Hundes aus ist sein Herrchen ein ungewöhnlich großer und schlauer Hund, sagte einmal eine amerikanische Schriftstellerin. Christoph ist Förster und kümmert sich um den Spessarter Wald. Die Bäume sind für die Gemeinde eine attraktive Einnahmequelle. Wir haben einen jährlichen Hiebsatz von knapp 1200 Festmeter hier und aus dem Holzerlös tragen wir natürlich auch zu einem guten, ausgeglichenen Haushalt bei. Das sind spürbare Einnahmen, die hier getätigt werden, die dann auch der Gemeinde im übrigen Bereich dann zur Verfügung stehen. Das Schimpfwort Spessarter Borket
hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert. Als Kaiser Wilhelm mit seiner Gefolgschaft von der Eifel was haben wollte, haben ihm viele Dörfer bereitwillig ihren Wald geschenkt. Nur die Spesserter nicht. Sie waren Borket, was so viel meint wie eigensinnig, nicht normierbar. Heute profitieren sie von ihrer Bockigkeit, machen Geld aus ihrem Wald und sichern so das Überleben ihres Dorfes. Man darf sich eben nicht alles gefallen lassen. Und wie läuft's? Ah, es läuft eigentlich gut. Ich habe es hier soweit fertig. Ja. Dann, ja, da untersteht noch eine dicke, die lassen wir noch van hand vellen und dann mache ich die später fertig. Ich hätte noch eine kleine Ecke, da ist ein bisschen Käferholz hier auf der anderen Straßenseite. Also 2-3 Minuten von hier, da ist ein bisschen Käferholz, dann könnten wir vielleicht das noch, bevor sie umsetzen, noch wegnehmen, bevor uns da der Käfer in den restlichen Bestand noch weiter ausschwärmt. Ist kein Problem, machen wir das. Ja, prima. Förster Christoph begegnet bei seiner Arbeit im Wald fast nie Einheimischen. Sie nutzen den Wald nicht als Erholungsraum. Der ein oder andere hat eben noch einen Kamin, in letzter Zeit sogar wieder mehr. Und die sind dann froh, wenn man dann auch aus dem Gemeindewald wieder Brennholz holen kann. Leider aufgrund der Tatsache, dass wir so viele Fichten haben und wenig Laubholz und meistens ja das Laubholz als Brennholz genutzt wird, sind die Möglichkeiten begrenzt. Die Möglichkeiten des Waldes mögen begrenzt sein. Die Möglichkeiten der Spesserter Rentner hingegen unbegrenzt. Immer werden sie irgendwo dringend gebraucht. Von hier aus können wir schön in der Proltaler reingucken. Und wenn man wandern geht, wir schneiden den Weg hier neben der Hauptstraße frei. Das machen wir heute wahrscheinlich nicht alles. Wir machen nur einen Teil, schneiden wir da frei, damit man sieht, wo man runtergehen kann. Die Einheimischen wurden von Touristen angeregt, doch endlich ausgeschilderte Wanderwege anzulegen. Flux hat die Gemeinde mit den Bürgern zusammen Ideen gesammelt. Und das Ergebnis ist ein Rundwanderweg. Er führt durch alle 4 Ortsteile, mal kürzer, mal länger. Und ganz sicher made in Spessart. Auch so eine Aktion verbindet. Ja, man muss ja sehen, dass man so ein bisschen die Verpflegung für die ehrenamtlichen Helfer bringt. Meistens macht das die Mai, aber die ist heute unterwegs. Und dann muss auch der Bürgermeister selber ran. Dass der Spesserter Wald so besonders ist, hat sich ziemlich rumgesprochen. Immer mehr Jäger von außerhalb wollen Waldstücke pachten, gar kaufen. Das Gebiet um das Eifeldorf hat tatsächlich überdurchschnittlich viel Wald. Und obendrein viel Wild. Aus ganz Deutschland und auch aus dem benachbarten Holland kommen die Jäger nach Spessart, um hier etwas vor die Flinte zu bekommen. Der ehemalige Dorflehrer aus Hannebach sieht diese Entwicklung skeptisch. Mit selbsternannten Naturschützern tut er sich schwer. Man
darf auch nicht vergessen, wir Jäger, wenn wir organisiert sind im Landesjachtverband oder im Deutschen Jachtverband, sind die einzigen Naturschützer, anerkannte Naturschützer, die eine halbjährliche Ministerausbildung im Naturschutz haben und auch eine staatliche Prüfung im Naturschutz gemacht haben. Das sind also nicht die großen Schreier, die Natur, selbsternannten Naturschützer, sondern wir schützen wirklich die Natur und haben auch die Ausbildung dazu. Dass Kinder hier zur Schule gegangen sind, ist schon ein paar Jahrzehnte her. Gemeinsam mit seiner Frau hat Ottmar die Schule gekauft und zum Wohnhaus umgewidmet. Hier treffen sich aber auch die Dorfbewohner unter strengen Blicken. Denn die ehemalige Schule ist nun das Schiedsamt. Auch der Schiedsmann arbeitet ehrenamtlich. Unser Leitspruch heißt schlichten statt richten. Ich habe also nicht die Aufgabe eines Richters, sage, du hast recht, du musst bezahlen oder du musst den Baum wegmachen, sondern meine Aufgabe ist es einfach, die beiden Parteien zum Gespräch zu bringen, gegenseitig eben ihre Standpunkte darzulegen und dann versuchen, einen sogenannten Vergleich zu schließen. Erst wenn sich die zerstrittenen Parteien nicht einigen können, kommt der Fall vor Gericht. Oft ist es so, dass es Fälle sind, wo zugezogene Leute dabei sind, die also nicht aus dem Dorf stammen und Schwierigkeiten haben, auch vielleicht sich den Sitten und Gebräuchen des Dorfes anzupassen. Das geht also zum Beispiel bei ruhestörendem Lärm, ist also so eine Sache, oder Geruchsemissionen oder der Hahn, der morgens kräht. Wenn ich aufs Dorf ziehe, muss ich in Kauf nehmen, dass morgens ein Hahn kräht. Und das sind also so Bagatellfälle. Was früher öfter war, ist jetzt nicht mehr so. Das sind Beleidigungen. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, so aus der Lokalzeitung, so Widerrufe dann. Ich nehme alles zurück, was ich gegen meinen Nachbarn oder so gesagt habe. Das ist also heute ganz selten geworden. Völlig unstrittig hingegen ist Alibaba. Da sind sich alle einig. Orientalisches Essen mit urbanem Flair in Spessart. Unbedingt und immer wieder. Döner macht schöner. So haben sich die Spessarter Vermieter gedacht, als Familie Sevindik einen leerstehenden Laden in der Ortsmitte mieten wollte. Die Sevindiks betreiben nicht nur ihren Imbiss, sie liefern auch. Im Dorf war das eine Marktlücke. Der Laden läuft mega gut. Wie gesagt, wir kennen aus der Umgebung eigentlich fast jeden. Ich bin hier aufgewachsen, seit dem Kindergarten hier, meine Geschwister auch. Meine Eltern wohnen seit über 20 Jahren hier. Deswegen, unsere Stammkunden sind halt oft einfach auch Freunde. Bei Ali treffen sich die Fußballer nach dem Spiel. Und Ali beliefert schon mal ein Gemeindetreffen. Gemeinsam mit dem Boxhahn hat Spessart jetzt zwei kulinarische Anlaufstellen. Insbesondere der Lieferservice wird auch von den Menschen aus den umliegenden Ortsteilen gerne genutzt. Freunde und Bekannte bestellen bei Ugur und seinen Geschwistern sogar lässig per WhatsApp. Ich glaube, wenn ein komplett Fremder gekommen wäre und Spessart einen Dönerladen aufgemacht hätte, weiß ich nicht, ob das funktioniert hätte, so wie es mit uns funktioniert hat, dadurch, dass wir halt so schon in das ganze Dorfleben hier integriert waren. War das auf jeden Fall ein riesen Vorteil. Ich habe Freunde, die ich seit dem Kindergarten kenne, die bei uns bestellen. Die Eltern von uns und unseren Freunden kennen sich halt auch schon jahrelang und ziemlich gut. Ja genau, das macht halt die Dörfer schon ein bisschen ein Stück weit auch aus, würde ich sagen. Mhm. Dass das so ein gemeinschaftliches Leben ist miteinander.
Gar nicht weit von Alibabas Imbiss ist Franks Büro. Er thront über dem Jugendtreff. Hier haben wir den Jugendtreff. Den haben wir 2013 hier eingerichtet. Früher war mal eine Bank hier drin. Danach hat es eine Weile leer gestanden. Und dann war noch mal ein Kosmetikstübchen drin. Das konnte sich aber leider nicht halten. Und irgendwann hatten wir dann die Idee, hier den Jugendtreff einzurichten. Mhm. Was ist das für eine wilde Wand? Die wilde Wand, das ist eine sogenannte Freestyle-Wand. Da war ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, als die Jugendlichen, die den Raum selber renoviert haben, mich dann gefragt haben, können wir hier auch eine Freestyle-Wand machen, und habe mich dann mal so ein bisschen aufklären lassen, und die haben ganz einfach mit einem Pinsel die Farbe an die Wand gekleckst, und ich finde die ganz hervorragend, also ist klasse geworden. Und weil mir die so gut gefallen hat, habe ich mir dann oben im Gemeindebüro auch so eine Wand von denen machen lassen. Die sieht auch ganz fantastisch aus. Das aktuelle Projekt heißt die Mittelstraße. Das soll ein Stück weit grüner werden, das ist halt eben das Ziel. Das sind halt eben, wie gesagt, diese Elemente mit den Pflanzbeeten, die man da einbringen möchte, um somit halt eben auch den Verkehr so ein bisschen langsamer zu machen, weil die Pflanzbeete versetzt angeordnet werden. Ja, und dann soll es halt eben auch einen entsprechenden Gehweg auf einer Seite geben, den man auch mit Rollstuhl und Kinderwagen problemlos befahren kann. Und wieder gilt das Spessarter Prinzip, dass hier die Bürger gegen die Tristesse ihre Fantasie einbringen können. Also ich finde schon, dass so ein Ort solche Gemeinschaften braucht, weil das schon ein Stück weit zusammenschweißt. Also, und die Leute sich schon wieder ein Stück weit mehr mit dem Dorf auch identifizieren, wenn sie sich selber auch einbringen können. Früher mal war die Mittelstraße das Zentrum des Ortes. Hier gab es mehrere Geschäfte und eine Bank. Vor über 10 Jahren hat der letzte Supermarkt zugemacht. Seither können die Spessarter hier nicht mehr einkaufen. Trotzdem ist ein bekannter Künstler geblieben. Er soll jetzt auch seine Ideen beim Aufhübschen des Ortes einbringen. Ja, 2018 werden wir die Mittelstraße hier ausbauen. Im Bereich der Kapelle und Feuerwehrhaus haben wir ja auch so eine freie Fläche. Ortsbürgermeister Frank will nichts unversucht lassen und Titus für seine Projekte einspannen. Die Spessarter Mehrzweckhalle erfüllt zwar ihren Zweck, Fremde aber verbinden mit diesem Bau nichts. Da kann man natürlich einen Akzent setzen, ja. Einen ästhetischen Akzent, wo man sagt, ja, da erkennt man die Funktion der Halle dran. So könnte es ja alles Mögliche sein, ja, so wie es da steht. Aber wenn man es jetzt länger betrachtet, sieht man schon die Notwendigkeit, sage ich mal. Also so lange wie jetzt habe ich mir noch nie die Halle vergegenwärtigt, ja. Und muss sagen, das ist für meine empfindliche Seele auch ein bisschen hart jetzt. So, wenn ich so länger drauf schaue, muss was da sein. Ja? Ja. Das ist klar. Beim Kapellenumfeld haben wir ja jetzt schon mal angefangen, Blühendes zu pflanzen. Ja, ja. Ja, jetzt, wenn Sie mich so drauf ansprechen, da sehe ich natürlich schon die Defizite. Ja? Wenn ich jetzt hier stehe und von der Kante des TUF-Gebäudes rüberschaue, wäre es schön, wenn die Hauswand in diesem sandfarbenen Ton weiterlaufen würde. Das hält auf und macht angenehmere Gefühle, ja. Bastian Schneider, den Jungbauern, hätte es eigentlich gar nicht geben dürfen, wenn die Untersuchung von 1952 recht gehabt hätte. Nämlich, dass der Eifelort langsam stirbt. Wegen der Mittelgebirgslage und weil die einzelnen Höfe wenig zusammenhängende Flächen hatten. Es stimmt, viele Bauern haben deshalb aufgehört. Heute gibt es nur noch 6 Bauernhöfe. 3 davon sind Haupterwerbslandwirte. Einer davon die Schneiders. The sun never shines through this window of mine. It's dark at the home of the blue. Die Schneiders sind ein Familienbetrieb. Hier arbeiten 3 Generationen und ein Roboter.
Der Melkroboter hat eine allentscheidende Rolle bei der täglichen Arbeit. Ja, also so ein Melkroboter, der nimmt einem doch einen Haufen Arbeit ab und ist wesentlich flexibler. Man muss nicht morgens und abends immer da sein zum Melken. Und ist auch körperlich wesentlich einfacher, als wir immer das Melkzeug hochhalten. Und bei den Temperaturen jetzt auch 2 Stunden morgens und abends immer im Melkstand melken, schon auch nicht so angenehm. Vater Alfred, 1934 geboren, hat Landwirtschaft als reine Handarbeit gelernt. Und das Leben und Arbeiten auf dem Hof war richtig hart. Ja, zum Anfang habe ich noch von Hand gemolken. Bis wir hier eingezogen sind, 1967, da hatten wir die erste Melkmaschine, eine Absauganlage. Und das war dann schon eine Erleichterung. Vorher habe ich 7 Kühe täglich morgens und abends von Hand gemolken. Für Bastian, den Jüngsten auf dem Schneiderhof, sind Technik und Roboter in der Landwirtschaft selbstverständlich. Damit ist er aufgewachsen. Und er hat noch einiges vor. Gleich noch einen zweiten Roboter dabei holen. Und die Maschinen noch weiter auszulasten und für andere Leute im Lohn noch zu fahren. Neue Technik und automatisierte Abläufe sind im Spessarter Gewerbegebiet gängig. Sharing Economy, wie in der Stadt, normal. Die zeitgemäße Alternative zum Baumarkt mit Öffnungszeiten in der Stadt ist die Mietbox 24. Profigeräte für Hobbyhandwerker, jederzeit. Ich kann mir auf der Tafel eine Maschine ausschauen, die ich mir entleihen möchte, die Preisangaben der einzelnen Maschinen, die Funktionen der Maschinen mir durchlesen und kann dann anhand der Nummern, die auf den einzelnen Maschinenfächern stehen, die Maschine aussuchen, indem ich die Nummer eingebe, zum Beispiel Fach 301. Die Eingabe bestätigen wird okay. Und dann wird die Maschine freigeschaltet. Ich kann sie entnehmen. Ich bekomme das Zubehör zum Staubsauger hier zum Beispiel freigegeben. Und einen Mietschein ausgedruckt und ab jetzt läuft für mich die Miete. Rolf Scharmann betreut die Mietbox 24. Erfunden hat sie ein Rheinland-Pfälzer. Ganz neu und ein Knaller fürs Land. Das alles, was man hier sich auch dazu kaufen kann, ist hauptsächlich für Profis gedacht. Wenn wir in Neubaugebiete gehen, dann sind hier mehr die klassischen Heimwerkerartikel drin, wie Dübel, wie Schrauben, wie Materialien, was der klassische Heimwerker für die Endinstallation braucht. Wir haben zum Beispiel Tapetenlöser-Geräte drin, wir haben Industriestaubsauger drin, also auch Dinge für den Heimbedarf. Sharing ist caring. Im Grunde für die Spessarter nichts Neues. Mehr noch, genau dies ist auch Kit, der das Dorf zusammenhält. Die Spessarter Kapelle ist für die Gläubigen ein wichtiger Ort. Voll ist das kleine Gotteshaus selten, deshalb unterstützt es die Kirche nicht besonders. Und was machen die Spessarter? Sie gründen einen Kapellenausschuss und halten das Haus in Schuss. Willis Truppe hat die Kapelle von außen auf Vordermann gebracht. Die Werkzeuge dafür hat eine Spessarter Firma umsonst geliefert. Mal wieder Gemeinschaft. Ja, ein bisschen Knochenarbeit ist es schon, weil man hätte zwar die Möglichkeit, so ein bisschen Beton aus dem naheliegenden Betonwerk beizuschaffen, aber diese kleine Menge füllen die nicht ab. Und das ist halt eben, die Leute haben ja auch Spaß dabei. Das ist wichtig und sie machen es gerne, weil es im Dienst der
Kapelle hier ist, weil ein Gebäude ist, die in Spessart, das wirklich Historie hat. Und die Leute sind also mit Eifer dabei und machen da auch mit. Das muss man also klipp und klar so sagen. Kein Bier vor vier, außer ja. Für die Männer von der Kapelle. Oh. Bitte schön. Dankeschön. Günther? Ja. Prost zusammen. Andi. Danke dir, Prost. Norbert. Prost. Prost. Wie sagt der Schorsch? Andi Wehre. Andi Wehre, jawohl. Ich finde das also sehr wichtig, wenn man ehrenamtlich irgendetwas macht. Zum Wohle der Gemeinde oder der Kapelle oder egal. Aber zum Wohle etwas macht. Finde ich sehr wichtig, denn dadurch entsteht eine Kommunikation, die heute meines Wissens nach etwas verloren geht. Früher traf man sich zum Stammtisch oder zum Frühschoppen sonntags morgens. Man geht nicht mehr dahin. Irgendwo fehlt etwas. So, und wenn sich Leute bereit erklären, ehrenamtlich für die Gemeinde etwas zu tun, dann kommt auch wieder ein Dialog zustande. Und das ist für mich das Wichtigste an dem Ganzen. Die Spessarter gelten generell als großzügig, auch wenn es um ihre Kapelle geht. Dass die christliche Ruheinsel außen nach was aussieht und einen barrierefreien Zugang hat, verdankt sie einer großzügigen Spende einer Spessarter Bürgerin. Das kirchliche Kleinod ist ein Schatz für die Gemeinde, auch wenn die Jüngeren den Bezug zur Kirche mehr und mehr verlieren. Also für die Gläubigen oder für diese Leute, die diese Messe besuchen, bedeutet das noch viel. Es sind zwar, werden immer weniger, weil, da muss man so sagen, diese Altersschicht, die hier alle 14 Tage in diese Kapelle, in diese Messe geht, die werden schon immer weniger. Also das ist so, weil von den Jüngeren rückt nicht viel nach, teils, weil sie vielleicht etwas anderes vorhaben, teils, weil man sich vielleicht auch nicht mehr so mit der Kirche verbunden fühlt. Aber für die Alten oder für die älteren Leute, ich will nicht sagen alt, aber für die älteren Leute bedeutet das sehr, sehr viel. Das Spessarter Gewerbegebiet boomt. Zwischen Schiffswerft und Pferderanch hat sich auch ein Gesundheitsstudio etabliert. Nicole und Bernd Schäfer haben sich Spessart als Standort ausgesucht, weil ihnen die Menschen und die Lage sofort sympathisch waren. Das Fitness- und Gesundheitszentrum Vitalis hat seinen Schwerpunkt nicht auf Muskelvergrößerung, Pumpen und Protzen. Nicole, die ehemalige deutsche Vizemeisterin im Turnen, beobachtet ihre Kunden und korrigiert individuell, weil sie möchte, dass die Zipperlein alle verschwinden. Beim Turnen im Ortskern wird gemächlicher gesportelt. Nachdem die Trainerin gestorben war, haben sich die Männer sehr verloren gefühlt. Und jetzt standen wir da, aufhören oder weitermachen. Ne? Und jetzt, bei mir hat ja alles schon seit 27 Jahren machen, wissen wir ungefähr, wie das geht und machen dann eine Regie. Es hat sich einer bereit erklärt, der Willi Schneider, und der macht das für uns dann. Normalerweise sind beim Männerturnen in Spessart mehr Kerle am Start. Vielleicht wollte nicht jeder seinen Luxuskörper filmen lassen. Man sagt zwar, die vom Land, die flüchten in die Stadt, aber ich nehme an, wird der Tag kommen, wo es wieder andersrum ist. Und die, die es sich finanziell auch leisten können, die fahren wieder in die Eifel und haben da ihr Wochenende aus. So war es früher und so ist es doch heute. Wir müssen nur noch ein paar Zuschauer kriegen. Nicht Zuschauer, ein paar Mitglieder kriegen. Vielleicht kommen ja jetzt welche. Wenn wir ja jetzt wissen, das Fernsehen kommt schon mal hin, dann wird der ein oder andere zusteigen. Jetzt tun wir noch was für das leibliche Wohl. Jetzt müssen wir die dritte Halbzeit machen. Jetzt sehen wir nämlich noch ein schönes, gepflegtes Bier trinken.
Weil die Spessarter Fremde willkommen heißen, kann der Ortsbürgermeister ständig neue Baugebiete ausweisen. So geht's voran. Also die Idee war halt wirklich folgendes, dass das Haus so rumsteht, dass die Tür zur Straße hingeht. Und ja. Dann hatten wir uns halt überlegt, okay, wenn wir das so machen, dann geht der Wintergarten nach links raus. Ja. Und wir würden quasi mehr oder weniger auf die Garage gucken. Richtig. Und das war so ein bisschen so, wo wir dachten, so, nee, das gefällt uns jetzt irgendwie nicht. Wir hätten es halt schon gerne so, dass wir ins Freie gucken, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich überlegen, der Wintergarten wird nach hinten rausgehen. Ja gut, das ist natürlich ich, eine top. Ich weiß, was Sie meinen hinsichtlich nach Norden raus und Sonne, aber das ist natürlich eine Top-Aussicht. Für die Neubürger gibt es viele Gründe, nach Spessart zu kommen. Einer ist das schnelle Internet. Spessart entwickelt sich momentan gerade wirklich ganz gut. Aktuell haben wir 763 Einwohner, ohne Sie beide. Dann haben wir 765. Wir sind jetzt dabei, halt eben diese Vermarktung von dem Neubaugebiet hier vorzunehmen. Okay. Wir haben drei Vereine, Feuerwehr, Sportverein, Möhnenverein haben wir. Und da ist also schon ein ordentliches Vereinsleben irgendwie da. Und Spessart ist aktiv und lebendig. Breitbandmäßig sind wir auch gut aufgestellt. Wir haben also bis hier im Neubaugebiet bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Und das ist für so eine 763 Seelengemeinde ist das schon eine ordentliche Hausnummer, finde ich. Ja, wie gesagt, für uns war es halt echt wichtig, weil wir werden beide wahrscheinlich zeitweise im Homeoffice arbeiten müssen oder dürfen oder können. Und insofern ist es natürlich für uns sehr wichtig, dass wir es haben. Wir müssen viele Daten rüber schicken und ohne Breitband ist es heute echt schwierig. Seit ungefähr 78 bearbeite ich nur das Menschenbild. Damit komme ich nicht klar und ich muss mir selbst da ein Bild machen. Titus Lerners Werke sind begehrt. Er hat Ausstellungen von Venedig bis Seoul. Als der Rheinland-Pfälzer ein Atelier gesucht hat, ist er in Spessart fündig geworden, weil die eigensinnigen Menschen hier so gut zu ihm passen. Die Spesserter sind empfindlich gegen Bevormundungen. Ja? Das heißt also, es besteht eine gewisse Skepsis, wenn andere Vorschläge machen. Das habe ich schon mal gemerkt. Man denkt hier sehr individualistisch. Also wenn der Nachbar samstags abends um 8 Uhr noch die Kreissäge anstellt, weil er halt was machen muss, da wird hier niemand protestieren, dann ist das so. Da muss er das jetzt machen und dann laufe ich auch nicht zum Protest auf, während das in einer Kleinstadt eventuell der Fall wäre, dass dann Protest entstehen würde. Das Gute und das Tolle auf dem Land ist, dass wir hier keinen, ich möchte mal sagen, sozialen Stress haben. Wenn ich hier Besuch habe aus Berlin und die schildern mir ihre Umstände, dass sie morgens aus dem Haus gehen und sehen schon Obdachlose, sehen Menschen betteln, alles das haben wir nicht. Es gibt hier keine große Diskrepanz zwischen Arm und Reich und die Probleme, die dann auftauchen. Aber es steht schon fest, dass die Landbewohner da weniger gestresst sind in diesem Punkt als die Stadtbewohner. Da gibt es ja auch schon Literatur drüber. So viel ich das beurteilen kann. Deshalb fühle ich mich ja auch recht wohl. Den Spessartern ist es gelungen, gegen jede Prognose das Tor in eine gute Zukunft aufzustoßen. Ihren Eigensinn haben sie bewahrt, ihren Sinn für die Gemeinschaft vergrößert. Sie locken mit ihrem Charme immer mehr Neubürger an. Ein Modell, das andere kleine Dörfer glatt kopieren könnten.